Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 7 und ja, wir sind hier immer noch in der fett krass Yunnan-Region. Es geht diesmal zum Fort Condor. Ich hoffe auch, dass ich genügend Geld dabei habe für das, was dort passieren wird. So, wir haben schon eine lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Wir sind stets auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns im Kampf gegen sie unterstützen. Hört mal, ich will euch nicht drängen, wenn ihr etwas anderes zu erledigen habt, warum bringt ihr es nicht erst zu Ende? Ja, ich würde gerne helfen. Na dann, passt auf euch auf. Danke sehr. Hat er gerade gezwinkert? Der hat doch gerade eben mit einem Auge gezwinkert. Der wollte mich anmachen. So eine Sau. So. Ja, es geht diesmal darum, die Shinra auch von diesem Platz hier aufzuhalten. Na komm jetzt. Hey, also. Und ich muss dafür Truppen stellen und die Frage ist natürlich, ob ich auch die nötige Truppenstärke habe, weil es mit dir, was guckst du so doof durch die Gegend? Das ist was, ich nie gedacht, dass es bis hierher war. Deine Augen sind anders. Wie dem auch sei, nicht mehr lang, dann tobt hier eine Schlacht gegen Shinra. Ihr solltet lieber abtauchen, bevor ihr reingezogen werdet. Ein Schlachtfeld? Das können wir nicht überstehen. Übersehen. Bla. Überstehen können wir es auch nicht. Shinra? Was wollen diese Idioten hier? Wieder Shinra. Ihr scheint mit Shinra auch ein Problem zu haben. Schließlich seid ihr bis hier hinaufgeklettert. Hört mir einfach doch zu, was ich zu sagen habe. Gut, sprich weiter. Weißt du, was auf dem Gipfel des Berges ist? Was ist da? Egal, wie man hinsieht, es ist ein Reaktor. Und auf ihm ist ein Kondor, oder? Du bist echt scharfsinnig. Ja, es ist ein Reaktor und ein Kondor. Oben im Makoreaktor scheint eine spezielle Materie zu sein. Dann kam der Kondor und Shinra schickte Truppen, um ihn loszuwerden. Sie planten, den Kondor und die Leute auf diesem Berg loszuwerden und dann die Materie aus dem Makoreaktor zu nehmen. Leider können wir nicht selbst gegen Shinra kämpfen. Deshalb haben wir Soldaten angeworben, die uns helfen sollen. Als unsere Gönner kannst du uns mit einer Spende helfen oder mit uns kämpfen. Was willst du? Willst du dich unserem Kampf anschließen? Wenn das eine Meinung ist, was soll ich dazu sagen? Wir lassen uns was einfallen, wenn du es uns überlässt. Ja. Hey, wir helfen euch. Verstanden, helfen euch. Ruff. Gut, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen natürlich weiter nach oben. Oh, das war das falsche oben. Ah nee, Blödsinn, das ist ja der Item Shop. Der Item Shop ist ja doch schon, so. Das letzte Mal konnten wir hier, glaube ich, gar nicht einkaufen. Bleibt dran. Ah, was haben wir denn hier? Fünffeder, Beruhigungsmittel, bla bla bla. Nichts Tolles. So, was ist mit dir? Hallo, wir müssen nur durchhalten. Mhm, kaufen. Das sieht doch schön aus. Haben wir. Todesstoß haben wir. Alle haben wir schon ein bisschen mehr. Wir könnten ja mal gucken, was wir hier verkaufen können an Objekten, die wir nicht mehr brauchen. So, damit könnten wir doch sicherlich nochmal... damit können wir sicherlich noch mal ein bisschen Geld rausholen hier. Windlinge. Was ist eigentlich mit dem hier? Ach, Blödsinn. Doppel-MG. Ja. Kraftkapsel, Blitzrauch. Motorfaust. Weg. Braucht keiner. Carbonreif. Dreizack. Weißes Megafon. Atomarschere. Ja, weg. Omnistab brauchen wir nicht mehr. Der Superhieb. Ja, weg damit. Das Problem ist, dass ich hier nicht wirklich weiß, was ich davon alles loswerden kann. Ah, das passt schon so. Ja, Nagelkeule auf jeden, kann auf jeden Fall weg. Gigas-Armband, Goldarmband kann weg. Diamantreif kann weg.
Das lassen wir mal. Runenschwert, Schutzweste. Ja, das sollte eigentlich erstmal reichen. Würde ich sagen. So. Das ist natürlich das Schönste, wenn man mehr Geld macht, als man dem Händler überhaupt gibt. Erstmal einen Schluck Kaffee hier. Mhm. So, jetzt die Treppe hier hoch. Und dann mal gucken. Ah, sehr gut. Also denn. Ja, da schläft der Kondor. Sehr fröhlich. Na, ich will mit ihm reden. So. Also, soll ich euch unsere Strategie einweihen? Das Ziel des Feindes ist der Reaktor auf dem Berg und er muss klettern, um ihn zu erreichen. Wir stellen Fallen auf, heuern Soldaten an, um den Ort zu schützen. Tja, das ist alles, was wir haben. Dieses Dorf hat kein Geld. Selbst wenn wir kämpfen wollten, sind uns die Hände gebunden, weil wir pleite sind. Um einen Soldaten anzuhören, brauchst du 400 Gil. Um 20 Soldaten anzuhören, brauchst du 8000 Gil. Das ist auch schon, zumindest schon mal ganz gut. Wir bitten euch daher, dass ihr euer eigenes Geld verwendet, um die Soldaten anzuheuern, Fallen zu kaufen, sie aufzustellen und die Befehle zu geben. Wir wissen, dass unsere Bitte egoistisch ist. Wir haben unsere Frauen und Kinder in ein anderes Dorf geschickt. Wir beugen uns eurem Schicksal. Fangen wir doch mal von vorne an. Falls der Feind in diese Hütte eindringt, müsst ihr ihn sofort zurückschlagen. Obwohl die Chancen schlecht stehen, bitte ich um eure Hilfe. So, gibt es irgendwelche Fragen? Nö, eigentlich nicht. Bereit? Okay. Das ist eine entscheidende Schlacht. Es sind mehr Feinde als je zuvor. So, Einheiten aufstellen. Hier packen wir erstmal so ein Ding hin. Zack. Hier. Oh, weiter können wir nicht. Sehr gut. Hier packen wir dann auch mal so ein Ding hin. Das geht dann in die Richtung. Ebenfalls so ein Ding in die Richtung. So, was ist das hier? Feuerkatapult, Katapult. So, für den Fall, dass die hier rankommen wollen. Zack. Ja, genau so. So. Nee, na komm. Von hier aus kommt dann noch ein Kämpfer. 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 Ich weiß ja nicht, was da. Da kann auch nochmal ein Kämpfer hin. Deswegen habe ich ja auch genug Geld dabei, ne? So. Für den Fall der Fälle dann hier oben noch die nötigen Verteidiger angreifen. Ah, super. Kommen da unten schon welche? Nee. Nein, nicht starten. So, Verteidiger des wahren Blödsinns. So, noch ein Verteidiger. Auch nochmal ein Verteidiger. Kämpfer. So, Shinra soll hier richtig schön kotzen, wenn sie hier ankommen. Hm. Wir müssen wieder herstellen, das ist auch gut. Arbeiter, Bomben legen. So, dann gucken wir mal, was wir uns hier noch... Ist er beweglich? Klein, schwäch, Gegner, keinen Stärken. Mhm. Hat Meister HP. Genau, packen wir hier nochmal das gute alte Tankprinzip drin. So. Hier auch nochmal ein Verteidiger. So, hier in die freie Stelle kommt dann nochmal ein Handwerker. Das machen wir hier am besten auch gleich noch. So, Verteidiger, Handwerker.
Hier kommen dann nochmal ein paar Angreifer hin. Hoppla. Ja. Jetzt muss ich mal ganz schnell was eingeben hier. Geht sofort los. So. Was ist das jetzt? Nein, ich will das Spiel nicht starten. Na gut, okay, jetzt spartartig das Spiel. Ich denke mal, das... Aber hier ist noch so viel Platz. Das könnte man auch sicherlich noch ausnutzen. Oder täusche ich mich? Da ist hier gar nicht mehr so viel Platz. Na gut, dann wollen wir es drauf ankommen lassen. So, da unten kommen sie schon. Die Leute von Shinra. Ah, sehr gut. Das kommt immer wieder nach. So, ich erhöhe jetzt einfach mal ein bisschen die Geschwindigkeit. Drei Feinde sind jetzt schon drin. Gut, Friendly Fire gibt's nicht. Das wäre super peinlich. So, jetzt würde ich mal ganz gerne 230, 190. Ja, mal gucken, wie sie das Ganze hier aushalten. Der scheint hier schon rüber zu gehen. Das ist ganz gut. Kann man hier auf Pause? Ja, Pause kann man auch drücken. Das ist auch schön. Also ganz ehrlich, ich glaube, das wird ganz gut gehen hier. Neun Feinde sind das jetzt. Die Hälfte haben sie schon geschafft. Und jetzt müsste gleich der Angriff hier losgehen. Ah ja, super. Natürlich voll nicht auf Vögel geachtet. Na, ich hoffe, dass die trotzdem Schaden machen werden. So, auf Feind gestoßen. Mhm. Aha. So, Aktion angreifen. Auf Feind gestoßen, der nächste Feind. Aktion angreifen. Das fängt doch zumindest schon mal ganz gut an hier. So, Feind zerstört. Verteidiger hat noch 100 Lebenspunkte. Den wollte ich gar nicht. Auf Feind gestoßen. Das ist gut. Eigentlich wollte ich den Aktion angreifen natürlich. So, Aktion wiederherstellen, genau. Das läuft doch hier ein bisschen. Feind zerstört. Aktion. Ach, das ist doch ganz gut da oben. Angreifen. Oh, das ist der Handwerker. Aktion. Achso, da unten ist auch noch einer von uns. Da gehen die Feinde gerade massenweise drauf. Das ist herrlich. Nee. Warten. Verteidiger. Aktion. Angreifen. Auf Feind gestoßen, das ist klar. So, Aktion, natürlich angreifen.
Mission. Angreifen. Was ist mit dir? Nee, was ist mit dir? 160 hat er schon. Eigentlich ist das ziemlich Schwachsinn, was ich mache. Alle nochmal hier ein bisschen zurück. Aktion. Bewegen. Auf Feind gestoßen. Ja, das ist gut so. Aktion. Na komm, Aktion. Bewegen. So ist mein einer Verteidiger hin. Aufgegebene Position erreicht. Achso, gut. Dann hat der hier erstmal nichts weiter. Außer dir. Du musst die wieder angreifen. Genau darum geht's. Angegebene Position erreicht. Wow, der hat noch 10 Lebenspunkte. So, Aktion. Der muss wieder hergestellt werden. Und an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut.